Der Junge hat so eine Drüsenkrankheit. Geht das jetzt runter? Ich bin voll klein. Dein Auto. Ist kein Auto. Mal ganz kurz und knapp, der Verlierer muss Schweiß trinken. Du hast dich gesehen, ich hab also die ganze Zeit so gemacht, das ging nicht mehr. Meine Ballonzunge war weg. Ah, wie ekelhaft, also. Ja. Wie weiß das ist? Siehst du mal das? Denk doch nicht von dem Fettsack sein Schweiß. Guck mal, wie der schwitzt. Ja, Bruder, für dich sieht's schlecht aus. Hier haben wir Jordan und alles ist so wie immer, so wie ihr uns kennt. Nichts hat sich verändert. Heute drehen wir wieder eine neue Challenge. Und zwar, was ist die heutige Challenge, Badan? Die heutige Challenge ist... Ach, scheiß drauf, mach weiter. Also, der Verlierer in der heutigen Runde muss tatsächlich Schweiß trinken. Keiner Pisser kommt nie wieder, Holla. Holla, ruf mich. Ey, geil, erstmal. Yo, was hier, meine Freunde? Willkommen jetzt zu einem neuen Video-Challenge. Sag mal! So, hier bei den Originals, bei den die echten. Jetzt mit den Originals, Freunde, mit den echten Teilnehmer. So, Freunde, die heutige Challenge ist. Ich mach das mal ganz kurz und knapp. Der Verlierer muss Schweiß trinken. Boah. Wir haben hier einen Kollegen dabei, der ist ein Schweißmonster. Der hat Schweiß erfunden, Walla, der hat Schweiß erfunden. Der schwitzt bei minus 10 Grad. Also wirklich, das haben wir wirklich so erfahren. Keine Ahnung warum. Jedenfalls, das ist der Kollege, der hier saß. Werdet ihr aber auch gleich sehen. Genau, so, der wird auf jeden Fall erstmal schön schwitzen. So, das Spiel ist, was spielen wir denn heute? Wir machen ein Fahrradwettrennen, aber nicht wer am schnellsten fährt, sondern wer am langsamsten fährt. Ein Fahrradwettrennen in einem gewissen Abstand, ich glaube 5 Meter oder 10 Meter, also, müssen wir mal gleich gucken, müssen wir mit dem Fahrrad so langsam wie möglich fahren. So. Wie? So langsam. Aber das erklären wir einfach vor Ort. Ja. Da muss man gar nichts erklären, so langsam wie möglich fahren. Genau, langsam wie möglich fahren. Stoff. Ja, Wallah. So, wie gesagt, Freunde. Wir werden die Kulisse wechseln. Heute ist ausnahmsweise gutes Wetter, ne? Dann gehen wir direkt. Ja, das sieht man, glaube ich. So, Freunde, wir gehen direkt zum Stadion. Zum Stadion ist das? Ja, das ist ein Stadion. Haben wir gemietet? Ja, hey, gut, ganz gut. Was denn jetzt? Ich hab mal bekommen, dass ich rein. Das ist ein ganzes Stadion. Ja. Da können wir noch einen Partner suchen. Bis gleich, Freund. Bis gleich. So, Freunde, wir sind hier bei der Outdoor-Kulisse angekommen. Hier haben wir unser gutes Stück, unser Mountainbike. Wir haben hier ungefähr 5 Meter? 5 bis 7 Meter so. Irgendwie 5 bis 7 Meter. Ja. Haben wir eine Linie durchgezogen. Derjenige, der anfängt gleich, John, fängst du an, ne? Oder du fängst an? Du fängst an. Das heißt, er muss in dieser Strecke so langsam wie es geht fahren. Also er muss langsam fahren. Je weniger Zeit er braucht, um ans Ziel zu kommen, desto besser. Dann hat er ihn. Der dachte Musikvideo, der läuft so mit Kamera. Der am längsten gebraucht hat, hat verloren. Der am wenigsten Zeit gebraucht hat. Nein, Der am wenigsten gebraucht hat, hat gewonnen. Nein, verloren. Der die längste Zeit hat, der die größte Zeit hat. Der hat gewonnen. Der hat verloren. Der hat gewonnen. Du musst doch so langsam fahren. Ja, das ist ja das Ding. Deswegen die längste Zeit. Ja, was hab ich gesagt? Du sagst, der hat verloren, der hat gewonnen. Du hast verloren gesagt. Der am längsten braucht, hat gewonnen. Der am wenigsten braucht, hat verloren. Wir haben ca. 6 Meter hier. Also, der Badan wird anfangen. Der Verlierer, komm mal her. So. Also, das ist unser Schweißmonster. Er hat jetzt eine Folie. Während wir spielen, wird er jetzt die ganze Zeit joggen, sodass sich sehr viel Schweiß versammelt. Ne? So, er hat eine Jacke drüber, der wird in der Zeit joggen. Der Verlierer, Freunde, wird seinen Schweiß trinken müssen. Und das ist auf jeden Fall eine eklige Angelegenheit. Und nicht zu vergessen, wir haben gerade 25 Grad. Wir haben 27 Grad. Ich habe gehört, du schwitzt bei minus 10 schwitzt du auch. Ja. Hä? Ja, wann Olpe, frag mal. Oder minus 10 Grad Schnee überall. Der war am Schwitzen hier. Der hatte Tropfen. Der Junge hat so eine Drüsenkrankheit. Ganz kurz, Leute. Doch.
Leute, der schwitzt bei mir bei Schnee. Der schwitzt bei Schnee, Junge, geht gar nicht. 28 Grad. Der bestimmt. So, möge das Spiel beginnen. Möge das Spiel beginnen. Du gehst schon mal so lange joggen. Ich werde den auf. Heidi, alle Zeiten. Start mal mit. unser Schweißmonster, der hat einen Trainer, extra einen Trainer, damit er auch viel schwitzt, weißt du? Ali, der Trainer. Oh, 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 oh. Runde 1. Baran, bist du bereit? Irgendwie. Pass irgendwie auf. Nicht, ja? Zwei Regeln. Fällst du runter vom Fahrrad, hast du verloren. Gehst du einmal, überschreitest du einmal diese Linie, hast du verloren. Dann ist Ende, Zeit wird gestoppt. Dann hast du verloren. Aber ihr müsst trotzdem noch machen, ne? Ja, klar. Ihr müsst trotzdem auch noch machen, weil keiner von euch kann. Ja, natürlich. Dann wird die Zeit gestoppt. Also, nicht runterfallen vom Fahrrad und nicht darüber über die Linie gehen. Wenn zwei Leute runterfallen, der am weitesten gekommen ist, hat gewonnen. Okay, gut. Okay, geht das jetzt runter? Ich bin voll klein. Kein Auto. Du bist kein Auto. Geht das? Auf die Plätze! Fertig! Los! Sehr stark! Ich hab fast weggeflogen! Hey! Abo! Runterfallen! Ja? Hey! Das ist krass! Hey! Hey! Du fliegst an die Richtung! Weiter! Da! Der Baran hat 25 Sekunden gebraucht, Freunde. Oh, ich hätte gedacht, ich habe locker 10 Sekunden nur gebraucht oder so. Sehr stark. Also 25 Sekunden ist schon sehr, sehr stark. Boah, das ist krass. Sehr, sehr stark. Ich habe nicht damit gerechnet, ich habe 10 Sekunden gedacht. Ich kann das nicht einschätzen, ja. Bin ich. Boah, das ist krass. Zeig mal rüber, der ist am Start. Start, Moment! Moment, start! Moment! Runde 2. So, meine lieben Freunde, jetzt ist der liebe Younes dran. John hat wieder den Timer parat. Also, wie gesagt, Baran hatte 25 Sekunden. Jetzt guck ich mal, wie du machst. Ne? Ey, Bruder, ich sag dir, das waren gefühlt wie 10 Sekunden. Also, ich bin. Ich hab da auch nicht wie 25 Sekunden. Okay. Egal, Younes. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Auf die Plätze! Fertig! Go! Ich hätte noch viel länger machen können, aber ich habe der hat 25 Sekunden, ich war schon über 40 Sekunden. Deswegen habe ich jetzt, sonst hätte ich, habt ihr gesehen, mein Trick. Ich bleib einfach stehen, wallah. Runde 3. So, Jordan, das Spiel läuft zwischen dir und Baran. Ja, fass mal mein Herz an. Warte, hat der 25 oder 29? 25. 25 hat der gehabt. Bruder, ich trink doch nicht von dem Fettsack sein Schweiß. Guck mal, wie der schwitzt. Ja, Bruder, für dich sieht schlecht aus. Wallah, Bruder, ey! Verkack mal! Auf die Plätze! Fertig! Los! Hurra, Breakdance! Hey! 10 Sekunden! Ey! Shot! Ey! Ey! Ah! Ey! 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 20 Sekunden! Scheiße! Auf zu joggen! Trink sein Schweiß! Du hast ihn fast eingeholt. 25 fast. 25. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Guck mal, hast du dich gesehen? Ich hab also die ganze Zeit so gemacht. Das ging nicht mehr. Meine Balance war weg. Bruder, du bist bei 20, 23 oder so stehen geblieben. Ich hab dich doppelt später. Bruder, Schweiß trinkt jeglich vor allem von so einer Sau, Junge. Du hattest gar nicht mal. Ja, egal, der ist runtergefallen. Egal, auch wenn du bei 30 fährst, der ist runtergefallen. Ja! Trink! Trink! Ladies and gentlemen, the winner of the day is Baran! Du darfst, Bruder, also ich sag dir, ich schwöre bei Gott, Schweiß trinken, Bruder. Das ist wirklich, das ist, und dann auch vor so einem Kanacken. Vor allem so einen dicken Junge. Vor so einem Kanacken, Alter, Bruder. Oh,
Bruder, was ist eigentlich Schweiß? Das ist... Ja, Bruder, wir haben dir sogar extra gesagt, der soll 3 Tage nicht duschen, ne? Oder ja, Schweiß, ja, ist okay, Bruder, ich muss Schweiß trinken, ich schaffe alles. Mit Sido. Guck mal, ich schwitze jetzt schon, weil ihr Arm dran gemacht habt. Ja, ganz einfach. Das ist so ekelhaft, ne? Ich hasse Schweiß. Bescheid, Freunde, you know what I say, reason why I'm saying all these. So, bist du bereit für die Bestrafung? Hier ist das Glas. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall ein bisschen Schweiß rauskommt zum Trinken. Mohammed, komm mal, komm mal. Schauf alles wie ekel. Egal. Oh, warte mal, du bist schön schon nass. Aber nicht mehr. Ah, Junge! So, Junge. Mach mal auf. Mach mal, schwitzt mach du, mal ja? auf. Mach mal auf. Sieht man, dass das nass ist? Man sieht die Umrisse hier. Guck mal hier. Wow. Ali, hol mal Schere, warte. War dann. Boah. Boah. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Boah. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Boah, wie ekelhaft, ja. Oh. Jalla, Barra, mach mal fertig. Boah, Digga, das ist ekelhaft, Alter. Der schwitzt so krass, ich versteh das gar nicht. Jalla, mach mal schnell, bevor das trocknet. Mach mal schnell. Oh mein Gott. Oh Digga, wie viel Liter hast du geschwitzt? Ja, da wird ein halbes Glas safe raus. Junge! Ja, dann mach mal weiter, mach mal weiter. Warte, hier kommt nichts mehr. Komm auch von hinten. Guck mal diesen Schluck auf. Oh mein Sieht man das? Ey, das ist nicht mal so hell, das ist so richtig dunkel und versifft. Ey, das ist zähl so ekelhaft. Zähl mal hier drin. Wie weiß das ist? Siehst du das? Yalla, yalla, trink mal schnell. Okay, das ist doch schlimmer, als ich dachte. Trink mal schnell. Ach, das ist doch kein Drittel. Das ist ja nicht mal so wie Wasser, sondern so eine dicke Konsistenz mit so Stückchen oder so. Ich muss kotzen. Augen zu und durch. Okay. Jalla, jalla, Augen zu und durch. Zieh mal Witz von 3 runter, ich brauch Druck für diese Kugel. 3, 2, 1. Los. Warte. Freunde, der hat eiskalt Schweiß getrunken, Schweiß. Boah, meine Mutter, so ekelhaft bist du, so ekelhaft, ne? Nimm mal auf, der hat Tränen bekommen. Der hat Tränen bekommen aus Mitleid. Das brennt gerade, ne? Das brennt. Das verätzt meine Lunge, Alter. Aber hast du geschwitzt, Junge? Bruder, Vitamin D. Das ist Vitamin D. Ich weiß nicht. Wenn man schwitzt, man sagt, das sind ja Krankheiten. Man weiß, was? Man weiß, was für Krankheiten der hat. Sag mal sein Gesicht, sag mal sein Gesicht. Warte, mach mal ein Foto so, mach mal ein Foto. Schau dabei sein. Ein Foto als Erinnerung. Beschreib mal den Zuschauern, wie Schweiß schmeckt. Was sagst du? Digga, das war heiß. Dieses Schweiß war heiß. Dann, das geht runter, schmeckt nach Salz. Und dann brennt, ich schwör, das brennt, das hat Lunge verhetzt. Das ist Mir sieht nicht schlecht. Schmeckt das nach Salz? Also, lass mal ehrlich Ende machen. Freunde, macht Ende, gönnt den Cousin seinen Hack. Auf jeden Fall. Ich verlinke den in der Videobeschreibung. Jordan, das wäre nett von dir. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bester Mann. Ey, Respekt, Alter. Respekt, Freunde, macht das nicht zu Hause nach. Ja, also, wenn das zu Hause nachmacht. Warum? Das ist verarschen. Ja, okay, komm, sag mal deinen Satz schnell, mach mal. Freunde, macht das nicht zu Hause nach. Ja, Freunde, das war mal was anderes hier, ne? Draußen mit Fahrrad, ihr wisst Bescheid, gutes Wetter, you know what it is.